Ist dein Chef ein Söldner? Hast du dir jemals im Leben diese Frage gestellt, für was für eine Art von Unternehmen du arbeitest und welche Ziele eigentlich das Vorstandsmitglied, derjenige verfolgt, der dieses Unternehmen führt, dein CEO oder dein Geschäftsführer? Diese Fragen sind berechtigt und die solltest du dir unbedingt stellen. Mein Name ist Sven Lorenz und in diesem Video möchte ich mit dir mal darüber nachdenken, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Familienunternehmer, zwischen jemandem, der ein Unternehmen von null aus aufgebaut hat und jemandem, der ein Unternehmen einfach nur als Angestellter oder vertraglich gebundener Geschäftsführer oder Vorstand führt. Es gab vor einigen Jahren eine Umfrage in den USA, wonach man ermitteln wollte, wenn Menschen die Wahl hätten, sich zu entscheiden, ob sie lieber der CEO, also der bestellte Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens sein wollen, oder ob sie gern lieber als Eigentümer und Inhaber ein kleineres, mittelständiges Familienunternehmen führen würden. Und die Menschen haben darauf sehr interessant geantwortet. Denn 65% der Menschen haben gesagt, ich würde gern ein kleines, familiengeführtes Unternehmen besitzen. Mein ganz eigenes kleines Unternehmen. Lediglich 14% der Menschen haben gesagt, ich könnte mir vorstellen, CEO eines größeren Unternehmens zu sein und dort als Geschäftsführer Verantwortung zu übernehmen. 11% der Menschen haben egal geantwortet und der Rest hatte sich der Stimme enthalten. Aber was du aus diesem Ergebnis mitnehmen kannst, heißt, 65% der Amerikaner, die befragt wurden, würden lieber ein eigenes Familienunternehmen leiten, als die Verantwortung für einen Konzern oder für ein Unternehmen als vertraglich bestellter Geschäftsführer übernehmen. Und das sagt einiges aus über die Wahrnehmung der Menschen zum Thema Geschäftsführer, zum Thema CEO, zum Thema Management. Und warum ist das so? Es gibt dafür verschiedene Indizien. Ein Unternehmer eines Unternehmens, also ein Unternehmer eines Unternehmens, das heißt der Inhaber eines Unternehmens, der dieses Unternehmen gegründet hat, der ihm zur Größe verholfen hat, der mit Leidenschaft, mit Herz und Seele und natürlich auch mit seinem ganz persönlichen Kapital, aber eben auch mit dem Investment Zeit für dieses Unternehmen und deren Mitarbeiter oder dessen Mitarbeiter tätig ist, der hat natürlich eine ganz andere Motivation, ein solches Unternehmen weiterzuentwickeln. Er möchte, dass dieses Unternehmen Spuren im Markt hinterlässt. Er möchte, dass dieses Unternehmen wächst. Er möchte, dass es gedeiht. Er möchte, dass dieses Unternehmen ein Platz, ein Ort ist, an dem andere Menschen ihrer persönlichen Leidenschaft folgen können, an dem sie sich entwickeln und entfalten können und gemeinsam mit dem Team des Unternehmens, mit dem Team der Unternehmensführung dieses Unternehmen größer machen. Das ist das, was einen, nennen wir es mal, einen Familienunternehmer in der Regel auszeichnet. Und natürlich möchte ein Familienunternehmer, dass dieses Unternehmen ewig existiert, dass dieses Unternehmen in diesem Markt Spuren hinterlässt und er möchte dieses Unternehmen gern an die nächste Generation in gute Hände geben. Leidenschaft, persönliches Engagement, eigenes Kapital investieren, das zeichnet Unternehmer der alten Schule, Familienunternehmer aus. Doch was ist jetzt der Unterschied zu jemandem, der die Geschäftsführung für ein Unternehmen angedient bekommt? Zunächst muss man natürlich sagen, ein Geschäftsführer in den USA, ein CEO, bekommt in der Regel einen Vertrag. Und dieser Vertrag beinhaltet neben der ganz normalen Vergütung auch eine Laufzeit, für die dieser angestellte Manager, ich sage gern in Klammern Söldner dazu, für dieses Unternehmen eingestellt wird. Und seine Aufgabe ist es, die Ziele des Unternehmens weiterzuentwickeln, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen stabil im Markt steht und dafür zu sorgen, dass dieses Unternehmen sich innovativ weiterentwickelt. Arbeitsplätze zu sichern, Arbeitsplätze zu schaffen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen und
eines der wichtigsten Kernthemen, dem Unternehmen neue Impulse zu verleihen. Und Impulse verleihen heißt, neue Produktwelten aufzumachen, neue Zielgruppen zu erschließen, neue Märkte zu erobern oder gegen den Wettbewerb zu dominieren. All das sind Aufgaben, die ein Angestellter, Geschäftsführer oder CEO unbedingt für das Unternehmen abbilden sollte. Dafür bekommt er ein stattliches Gehalt. Jetzt muss man wissen, in den USA beispielsweise, als diese Umfrage stattfand, da gilt natürlich ein leicht anderes Steuersystem als hier bei uns. Denn die Vergütung eines Geschäftsführers in den USA, die wird in der Regel über zwei verschiedene Themenfelder bedient. Einerseits bekommen sie ein festes Gehalt. Das wird in Amerika in der Regel mit bis zu 45% besteuert. Das will natürlich ein Geschäftsführer nur bedingt, weil, ich mache das mal an einem Beispiel, wenn du jetzt ein Gehalt von 5 Millionen bekommst für die Führung eines Unternehmens, dann müsstest du gegenüber dem Fiskus bei einem vollen Gehalt, wenn du das in dieser Höhe als Gehalt bekommst, mit 45% besteuern. Also viel bleibt dann nicht unterm Strich von dem, was du verdienst. Deswegen gibt es in den USA, teilweise allerdings auch in Deutschland, eine andere Vergütungsstruktur, nämlich, dass das feste Gehalt, das, was du monatlich aufs Konto bekommst, als CEO eher gering ist, beispielsweise 1 Million Euro. Und die restlichen 4 Millionen Euro oder Dollar, je nachdem, in welchem Land du dich bewegst, die werden dir in Form von Aktienoptionen ausgezahlt. Also sozusagen dem Bezugsrecht von dem Unternehmen, für das du tätig bist, Aktien zu kaufen und diese dann entweder zu halten oder zu verkaufen. Und Aktienoptionen haben natürlich einen eigenen Wert. Und dieser eigene Wert bemisst sich daran, wie erfolgreich ist das Unternehmen im Markt. Und jetzt gibt es natürlich, in der Theorie zumindest, nur ein einziges Vehikel, was darüber aussagen kann, ob dieses Unternehmen im Markt wächst, nämlich steigende Umsätze, steigende Gewinne und im besten Fall natürlich gegenüber den Besitzern, den Anteilsinhabern, beispielsweise Aktionären, auch eine steigende Dividende, die dann als Beteiligung am Gewinn ausgezahlt wird. Jetzt gibt es allerdings in den USA eine weitere Möglichkeit, das ist übrigens auch in Deutschland teilweise erlaubt, dass Unternehmen unter bestimmten Umständen, und die sind gesetzlich gar nicht so klar geregelt, das liegt in jedem Unternehmen selbst, zum Beispiel, wenn du Aktien im Markt platziert hast, wenn du also an der Börse gelistet bist, dann kannst du auch eigene Aktien als Unternehmen zurückkaufen. Wenn du dich jetzt ein bisschen mit dem Thema Aktienmarkt auskennst, dann weißt du, wenn Aktien vom Aktienunternehmen zurückgekauft werden, dann verschwindet die Menge an tatsächlich umlaufenden Aktien aus dem Markt. Das heißt also, wenn du beispielsweise bisher 1000 Aktien eines Unternehmens im Umlauf hattest und das Unternehmen sagt jetzt, naja, ich kaufe jetzt selbst ungefähr 500 Aktien zurück, dann verknappt sich das Angebot der im Markt befindlichen Aktien um 500 Aktien, also um die Hälfte. Das ist jetzt mal ein krasses Beispiel, nur um es transparent zu machen. Und das bedeutet natürlich, dass alle anderen Marktteilnehmer das Gefühl haben, oh wow, wenn diese Aktie jetzt gerade nachgefragt wird, und zwar die Hälfte vom Aktienvolumen zurückgekauft wird, dann ist da bestimmt was im Busch, was Positives. Das Unternehmen wird wertvoller, attraktiver und schon springen natürlich Investoren mit auf diesen Zug auf und kaufen diese Aktie ebenfalls. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Kurswert der Aktie durch das Rückkaufsprogramm und natürlich durch die aufspringenden Neuinvestoren gegebenenfalls im positiven Entwicklungssinne manipuliert wird. Weil die Erwartungshaltung des Marktes ist, dieses Unternehmen wird gerade wertvoll, eine Menge Aktien werden nachgefragt und erhöhte Nachfrage führt zu höherem Preis. Was bedeutet das jetzt für einen CEO? Der CEO, der bereits bestehende Aktienoptionen hat, der kann natürlich die Entscheidung treffen, diese Aktienoptionen jetzt zu einem viel höheren Wert am Markt zu verkaufen. Denn die Aktienoption als Teil seines Gehalts bedeutet nichts anderes, als dass er sagen kann, ich habe das Recht, die Aktie zum Kurswert von 10 Euro zu kaufen. Wenn durch dieses Aktienrückkaufsprogramm
der Wert dieser Aktie jetzt auf 15 Euro meinetwegen steigen würde, dann steigt natürlich auch der Wert dieser Option. Denn wie viel wert ist es jetzt, wenn ich eine Aktie eigentlich heute zu 10 Euro kaufen kann, aber sie im Markt schon 5 Euro mehr Wert hat? Dann besitzt diese Option das Kaufrecht zu 10 Euro einen sogenannten inneren Wert und der liegt bei 5 Euro pro Option mindestens in Abhängigkeit der Laufzeit, weil du dir natürlich diesen Börsenkursunterschied vom Bezugswert 10 zu 15 mit bezahlen lässt. Also das nennt man innerer Wert einer Option. So, und jetzt ist für den CEO Zahltag. Weil der CEO nutzt natürlich jetzt den gestiegenen Kurs, den er selbst durch das Rückkaufsprogramm des Unternehmens verursacht hat und verkauft seine Aktienoptionen. Und wenn die Aktienoptionen vorher halt 5 Millionen Euro wert waren und er jetzt 4 Millionen wert waren nach Abzug der 1 Million Gehalt und er jetzt praktisch den Börsenkurs um 50% angehoben hat, dann kannst du davon ausgehen, dass sich im allerbesten Fall der Kurswert seiner Optionen vervielfacht hat, im besten Fall vielleicht sogar verfünffacht hat. Das hat natürlich jetzt damit was zu tun, wie viel kostete dieses Kaufrecht, diese Option pro Aktie zum Zeitpunkt des Rückkaufsprogramms. Und in der Regel vielleicht 50 Cent oder 1 Euro und jetzt hat sich das mal eben verfünffacht. Das heißt, der CEO, der kann mit diesem Vehikel dafür sorgen, dass jetzt plötzlich sein Gehalt keine 5 Millionen mehr sind, sondern eben insgesamt 24 Millionen sind. Und auf diesen Betrag, auf den Veräußerungsgewinn seiner Optionen, seiner Bezugsrechte, könnte er jetzt nur 20% Steuern zahlen. So funktioniert das in den USA. Das ist praktisch eine Marktmanipulation auf legale Art und Weise. Immer dann, wenn ein CEO beispielsweise das Unternehmen nicht zu gewünschten Wachstumszahlen führt, ist dieses Thema der Rückkaufsprogramme ein probates Mittel, um das eigene Einkommen aufzustocken und gleichzeitig den Abgang aus dem Unternehmen vorzubereiten. Denn immer dann, wenn Aktienrückkaufsprogramme von Unternehmen stattfinden, ist das für einen Investor theoretisch ein Warnsignal und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso, weil es dem Unternehmen in der Regel an Kraft, an Innovationsfähigkeit fehlt, um auf die eigentlich herkömmliche Art und Weise die Steigerung des Kurswerts dieses Unternehmens voranzutreiben. Und wenn du in einem solchen Unternehmen arbeitest, in dem regelmäßig Rückkaufprogramme stattfinden oder in dem ein Söldnertrupp, ich nenne das jetzt mal Vorstand, arbeitet, der viel mehr Übung darin hat, schlechte Ergebnisse zu verteidigen, als neue Innovationen im Unternehmen zu platzieren. Und du musst dich nur mal unter all diesen ganzen Konzernen in Deutschland, in Europa, ja selbst weltweit umschauen, wie viel Innovationsfreude, wie viel Wachstumsenergie steckt denn eigentlich in all diesen Großkonzernen drin, über das normale operative Tagesgeschäft hinaus? Dann bekommst du ein Gefühl dafür, was Söldnertruppen in Unternehmen eigentlich so tun und treiben. Und deswegen ist es für uns als Value-Investoren ein ganz wichtiges und elementares Thema, die Qualität des Managements zu beurteilen. Denn die Geschäftszahlen können wunderbar aussehen. Und du hast es an Wirecard gesehen, du kannst Geschäftszahlen als Vorstand sogar so manipulieren, dass du in den DAX kommst, obwohl du schon seit 6 Jahren falsche Bilanzen veröffentlichst. Und das auch noch mit einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen an der Seite, wo du eigentlich davon ausgehen musst, dass es verlässlich arbeitet. Also wenn solche Stilblüten möglich sind, ist es umso wichtiger, dass du dir als Investor zur Qualität des Managements genaue Informationen besorgst und genau analysierst, ob dieses Unternehmen im Sinne oder dieses Vorstandsgremium, diese Geschäftsführung im Sinne des Unternehmens arbeitet oder im Sinne des eigenen Geldbeutels. Und es gibt immer wieder Beispiele dafür, wo genau die zweite Seite von Geschäftsführern, von Vorständen im egoistischen und persönlichen Bereicherungsmaß genutzt wird.
Und wie gesagt, wenn du in einem solchen Unternehmen arbeitest und ein erstes Rückkaufsprogramm ausgerufen wird oder wenn du das Gefühl hast, Moment, jedes Jahr bekommen wir Wachstumskennzahlen sozusagen vorgelegt, wir müssen um 5, um 10, um 15% wachsen, dann ist das ehrlich gesagt für ein Unternehmen ein Armutszeugnis. Du als Mitarbeiter hast wahrscheinlich das Problem, dass du erstmal verkraften musst, dass du schon wieder um 5 oder 10% wachsen sollst mit dem, was das Unternehmen an Produktlandschaft da hat. Das ist verständlich, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Natürlich habe auch ich in meiner Zeit in der Bank regelmäßig Vertriebsziele an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunizieren müssen, die so im Bereich zwischen 5 und 25% Wachstum lagen. Allerdings, wenn du als Unternehmen innovativ bist, wenn du wächst, wenn du neue Produkte kreierst, wenn du den Customer Lifetime Value mit deinen Kunden ausbauen kannst, wenn du die Kunden auf eine andere Weise an dich binden kannst als mit den herkömmlichen Produkten, dann hast du eine viel größere Chance, einen viel größeren Ertrag zu machen, viel mehr Umsatz zu machen. Dann wirst du Wachstumskennziffern von 20% plus erwirtschaften und das fällt dir gar nicht schwer, das deinen Mitarbeitern zu verkaufen. Also ganz, ganz wichtig, wenn du einen Söldnertrupp hast, wenn es Vorstände sind, auch vertragsgebundene Vorstände können sich so verantwortlich für ein Unternehmen fühlen, dass das Unternehmen auch wirklich wächst und dass sie im Sinne des Unternehmens, seiner Aktionäre und entsprechend auch seiner Mitarbeiter arbeiten. Aber es ist eben wichtig, genau hinzuschauen. Denn das war das Beispiel mit diesen Aktienrückkaufsprogrammen. Sie sind ein Indiz dafür. Wenn Unternehmen nicht so solide wirtschaften und andere Vehikel hergenommen werden, um den Preis des Unternehmens im Markt künstlich zu manipulieren. Und meistens entsteht daraus eine persönliche Vorteilsnahme auch von sogenannten CEOs oder Vorständen. Und das ist etwas, das solltest du unbedingt mitnehmen. Denn die Frage ist, wofür arbeitest du in einem solchen Unternehmen? Arbeitest du nur für Geld? Arbeitest du nur dafür, dass du Gehalt beziehst, dass du deine Zeit gegen Geld tauschst, aber selbst damit deine persönliche Weiterentwicklung, deine persönliche Leidenschaft überhaupt nicht auslebst, sondern du nur etwas brauchst, damit du Geld hast, um dir deinen Kühlschrank zu füllen, damit du deine Miete bezahlen kannst oder damit du dein tolles Auto finanzierst? Oder geht es für dich um mehr in dem Unternehmen, in dem du arbeitest? Und dieses Video soll keine Abrechnung sein mit irgendwelchen Unternehmen oder sonstigen, sondern es soll dir einen hilfreichen Impuls setzen, dass du erstens natürlich auch in der Ausübung deiner Aufgabe ganz klar nachvollziehen kannst, für was für ein Unternehmen arbeite ich, dass du einen Blick dafür bekommst, ist das Unternehmen tatsächlich genau das Unternehmen, mit dem ich mich selbst so entfalten kann, wie ich es möchte? Und wird das, was ich tue, auch so honoriert? Denn wenn du mit neuen Ideen, neuen Innovationen, neuen Produkten wachsen kannst, dann gehört einerseits sicherlich natürlich auch eine Investitionsphase dazu. Und das Unternehmen muss sozusagen diese Investitionsphase auch durch neue Umsätze überhaupt erstmal wieder ins Verdienen bringen. Aber wenn großes Wachstumspotenzial vorhanden ist, dann wirst du auch als Mitarbeiter davon überdimensional profitieren, weil sich dann automatisch dein Gehalt nach oben entwickeln kann, weil das Unternehmen größer wird und sich entwickelt. In diesem Sinne nutzt dieses Video einfach mal aus zwei Perspektiven. Erstens als Mitarbeiter. Welche Qualität hat dein Management von dem Unternehmen, in dem du arbeitest? Fühlst du dich wohl, wertgeschätzt, verstanden? Interessiert man sich für dich und deine Meinung oder werden Dinge entschieden und umgesetzt, die weit weg sind von deinem persönlichen oder moralischen Verständnis von Unternehmensführung, so du dir da eine Meinung zutraust? Zweitens, schau aus der Investmentsicht auf dieses Unternehmen. Würde dieses Unternehmen dein Kapital verdienen, um auch tatsächlich ein Investment zu sein? Zweitens, erfüllt dieses Management seine Prognosen? Arbeitet dieses Unternehmen also nach den eigenen Zielen genau so und erreicht diese? Stimmt das Thema Umsatzwachstum, das Thema Wachstum von Gewinn und das Thema von Dividenden bzw. Gewinnverwendung? Und wie sicher kannst du dir sein, dass dieses Management ausschließlich das Wohl und die Entwicklung und den Bestand sowie die Stabilität des Unternehmens im Blick hat?
All diese ganzen Dinge kannst du zum großen Teil aus dem Geschäftsbericht eines Unternehmens entnehmen. Darüber hinaus kannst du dir natürlich, und die Suchmaschinen dieser Welt machen es halt möglich, alle möglichen, ja, nennen wir es mal, journalistischen Recherchen auch über Google beispielsweise ziehen und dir anschauen, was wird denn außerhalb dessen, was das Management über das Unternehmen sagt, von anderer Seite über das Unternehmen geschrieben, gesagt, bewertet etc. Und auch daraus kannst du dir ein Bild ableiten. Ist es eine Söldnertruppe oder ist es tatsächlich jemand, der das Unternehmen unbedingt nach vorne bringen will und seine Aufgabe, seine Leidenschaft, seine Zeit und gegebenenfalls auch eigenes Kapital in das Wachstum, in die Entwicklung dieses Unternehmens investiert? Bei Familienunternehmen ist es zu einem sehr großen Prozentsatz so, weil diese Menschen natürlich ihr Lebenswerk nicht sabotieren wollen. Wenn du angestellte Geschäftsführer und CEOs hast, muss man genau hinschauen, weil wenn du diesem Unternehmen entweder deine Arbeitszeit und deine Arbeitskraft gibst, und das ist ein großer Teil deines Lebens, oder dein Kapital, damit dieses Unternehmen mit dem Kapital arbeiten darf, wenn du Aktien kaufst, dann solltest du dir sicher sein, dass dieses Unternehmen beides verdient hat. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt beim Nachdenken und beim Analysieren natürlich viel Erfolg. Das ist mal eine andere Form von Video, die ich dir heute mitgeben wollte. Und ich freue mich, wenn du dir das nächste Video anschaust. Und damit du es nicht verpasst, solltest du definitiv diesen Kanal abonnieren und natürlich mit der Glocke, denn wenn du sie betätigst, dafür sorgen, dass du kein weiteres Video mehr verpasst und immer neuen Content angezeigt bekommst. In diesem Sinne, dir einen großartigen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.